Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Fabian Fröhlich und heute sprechen wir mal über meinen Einstieg ins Immobiliengeschäft. Ja, die Frage wurde mir jetzt echt übelst oft gestellt, paar Mal bei Insta, paar Mal bei WhatsApp, paar Mal bei E-Mail, keine Ahnung, überall. Und jetzt fange ich mal an mit dem Schritt, wo es losging. Und dann irgendwann mache ich nochmal ein Video dazu, wie es halt dann alles losging, weiterging. So, also mal kurz zu mir. Ich habe Maschinenbau studiert, habe das Studium auch abgeschlossen. Das war so ein Ding, ich hatte übelst Bock auf so technische Sachen. Ich fand es cool, so als Ingenieur die Autos immer mit heimzunehmen, am Wochenende rumzufahren und solche Sachen. So habe ich mir das vorgestellt, dass ich da einfach in dieser Hinsicht freien Handlungsspielraum habe. War leider nicht ganz so. Es mag sein, dass es Firmen gibt, bei denen das locker gehandhabt wird. Es mag sein, dass es Firmen gibt, bei denen es nicht so locker gehandhabt wird. Aber auf jeden Fall hat es nicht meinen Vorstellungen entsprochen, wie es bei mir war. Und das war mir dann auch irgendwie zu blöd, da irgendwie jetzt aufgrund dessen eine neue Firma mir zu suchen und sonst was. Und das hat mir irgendwie die Motivation so genommen im Ingenieursalltag, weil ich halt einfach nicht das bekommen habe, was ich wollte. Das war das, was ich mir vorgestellt habe eigentlich mal. So die Vision vorm Studium und die war einfach nicht real. Deswegen Learning daraus, vorher vielleicht mal Praktikum machen oder so. Das habe ich damals nicht gemacht. Hätte mir das mal angucken können, hätte natürlich auch die Fragen an die Mitarbeiter dann stellen können. Dann wäre ich gar nicht in die Situation wahrscheinlich reingekommen. Das war so der erste Schritt. Das Ganze hat resultiert aus einem technischen Abitur, also so ein ganz normales Abi mit dem, auf dem technischen Gymnasium. Das gibt es bei uns in Baden-Württemberg. Da bist du so voll drin in technischen Fächern schon, hast schon so ein paar Maschinenbaufächer. Das ist ganz normales Abitur, bloß halt mit noch ein paar technischen Sachen zusätzlich. Und das hat mir übelst Spaß gemacht. Deswegen habe ich gesagt, let's go. War gar nicht so schlecht eigentlich rückgeblickt für die Immobiliendeals, da komme ich später noch darauf zurück, aber so im ersten Schritt halt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Dann haben meine drei besten Kumpels und ich, wir haben dann gesagt, hey, lass mal irgendwas skalieren, irgendwas online hochskalieren. Dann haben wir übelst lange rumüberlegt, also wir haben echt ewig uns, jeden Donnerstag war es immer das Meeting, haben wir uns getroffen, haben analysiert und überlegt, welches Geschäftsmodell wir denn angehen sollen. Also wir hatten Bock, irgendwas zu machen, wir hatten sau viele Ideen, aber wir wussten halt nicht, welches die beste ist, haben immer wieder Pro, Contra und dann irgendwann haben wir was gefunden, haben gesagt, okay, go for it. Das war dann eine Lebensmittelmarke, Aufbau einer Lebensmittelmarke. Das war im Jahre 2014, schon echt lange her, schon 6 Jahre her, krass, ja. Die Fokussierung war darauf, Lebensmittel mit sehr viel Eiweiß zu verkaufen, die halt übel geil sind für Sportler, ja. Aber keine Eiweißpulversachen, also keine Supplements, weil wir selber auch nie Supplements nehmen und eigentlich auch schon große sportliche Erfolge hatten ohne Supplements. Und die Supplementbranche boomt halt komplett, ja. Meiner Meinung nach braucht man das alles gar nicht, ja. Es gibt natürlich Leute, die sagen, man braucht es, aber ob man es wirklich braucht, weiß ich nicht. Also ich habe es nie gebraucht und trotzdem habe ich gute 100 Kilo, 120 Kilo Bankdrücken hinbekommen, ohne irgendwie Eiweißpulver und so ein Scheiß. Ja. Deswegen habe ich gesagt, nee, braucht man nicht. Mach mal Fokus auf gesunde Ernährung und geile Essenssachen einfach. Und das war so unser Geschäftsmodell, auf das wir aufgebaut haben. Haben das Ganze online vertrieben, haben es im Einzelhandel vertrieben, haben es über verschiedene andere Online-Shops vertrieben, also über einen eigenen und über andere. Und dann haben wir auch ein richtig geiles Produkt entdeckt, so ein Hidden Champion Produkt war das schon fast, also das war echt nice und das hat irgendwie niemand so richtig angeboten damals, also niemand außer uns und dann ging es eigentlich ganz gut, hat gut funktioniert, ja. Jo, und das war so der Einstieg. Dadurch haben wir so viele Unternehmer kennengelernt auf verschiedenen Veranstaltungen, Startup-Veranstaltungen und so, die ganzen Startup-Leute. Ja, die Startup-Branche ist halt so voll durcheinander und unterschiedlich. Also manche Leute, die haben sehr viel Erfolg, andere haben gar keinen Erfolg. Und die Wahrscheinlichkeit, zu denen zu gehören, die gar keinen Erfolg haben, ist halt sehr hoch. Also es gibt viele, die haben viel Erfolg, viele, die wenig Erfolg haben. Es gibt mittelmäßig viele, die viel Kapital eingesammelt haben. Ob das dann zum Erfolg führt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja. Wir haben aber viele andere alte, eingesessene Unternehmer auch kennengelernt, haben mit denen gesprochen, über den ihren Lebensweg und so. Und alle hatten ihre Firma. Die hatten alle und ein Großteil hatte Immobilien. Kurz, ganz kurz, hast du schon den Like-Button gedrückt unter dem Video?
Okay, alles klar. Immobilien als Kapitalanlage. Teilweise waren es auch die Immobilien der Firma, teilweise waren es zusätzliche Immobilien, aber immer irgendwelche Immobilien, die halt mit den Mieternamen die Finanzierung getragen haben, beziehungsweise einfach vielleicht auch nur Cashflow generiert haben, wenn sie schon abbezahlt waren. Und das war so der Ansatz, wo wir gesagt haben, hey, lass den aufverfolgen und checken wir mal einfach aus. Ja? Dann irgendwann kam der erste Immobilien-Deal. Irgendwann kam der erste Immobilien-Deal auf meinen Tisch geflattert. Das war ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad und Diele, Eingangsbereich. Also ich glaube, man sagt dazu 2,5 Zimmer, weiß nicht genau, wie die Abgrenzung da ist, vom 2 Zimmer, ja, so 2,5, 2 Zimmer, sowas in die Richtung, mit Balkon, Tiefgarage und war 75.000 Euro Kaufpreis für, ich gucke kurz rein in meine Liste, ich habe hier nämlich eine Immobilienübersichtsliste, die ist top secret, weißt du, aber ich gucke kurz rein. 47 Quadratmeter, Kaufpreis 75.000 Euro, Nebenkosten waren 4.730 Euro, Renovierung 1.000 Euro, Boden war das nur, Kaufkosten 80.730, pro Quadratmeter waren es 1.595 Euro und der Darlehen war 65.000 Euro mit 10 Jahres Laufzeit. Also wir haben den Deal haben wir zusammen gemacht, also mit den anderen Jungs habe ich den gemacht, die auch in der Lebensmittelfirma mit mir drin waren, weil ich hatte eigentlich überlegt, das alleine zu kaufen. Ich habe das Ding angeboten bekommen, ich sage einfach, wie es ist, ja, ich habe Schiss bekommen, ja. Ich hatte eine Finanzierungsbestätigung von der Bank, ich hatte alles, gell. Ich war ja noch Ingenieur, ich habe eine gute Finanzierung bekommen, ich hatte einfach Schiss, 65.000 Euro Kredit aufzunehmen. Warum auch immer, ich kann es nicht sagen, es war einfach so, ja. Dann hat das dazu geführt, dass wir halt darüber geredet haben, das zusammen zu machen. Ich habe mit meinem Bruder gesprochen, dann haben wir mit den anderen noch gesprochen, haben gesagt, hey, mach mal komplette Immobilienfirma noch auf und bauen eine Immobilienfirma auf Bestand. Ja. Also wir bauen halt einen Wohnungsbestand auf und vermieten halt Wohnungen. Das war so der Ansatz, den wir damals verfolgt haben. 5,5% Rendite, Einkaufsrendite war das Minimum. Die Wohnung haben wir für 80.000 mit Kaufkosten, haben wir sie für 485 Euro oder so vermietet. Irgendwie sowas. Ich rechne kurz die Rendite aus, was das war. Tadam. Ja, 7,7%, also ist eigentlich super. Mittlerweile ist die für 550 Euro kalt vermietet und hat nur noch 40.000 Kredit drauf, weil die eine relativ hohe Tilgung hat. 48.000, nicht 40, hat eine relativ hohe Tilgung. Und das war 2016, ja, Juni 2016 haben wir die gekauft und die zahlt sich von selber ab, produziert einen Cashflow noch von 200 Euro im Monat. Ist mittlerweile wert, also wenn man die jetzt bewertet so, dass ich sie halt quasi in 14 Tagen beurkunden kann beim Notar, weil 14 Tage immer, gell, wenn du eine Firma bist, also wir sind eine GbR, brauchst du immer 14 Tage Vorlauf für Notar, dann 110 easy going, ja, übelst easy, 135 möglich, auch noch relativ easy möglich, ich würde mal sagen für 135 könnte ich die Wohnung, ohne mich jetzt weit aus dem Fenster zu lehnen, innerhalb von 14 Tagen veräußern. Ich habe gerade eben gesagt, Restkredit ist 48.000 Euro. Kannst du selber ausrechnen, was dabei rauskommt. Und 10.000 Euro war Eigenkapital plus halt die Nebenkosten, also 75 Kaufpreis, 65 Finanzierung plus halt die Nebenkosten, also 15.000. Und hey, easy going, oder? Also die Schwierigkeit ist nur, solche Deals zu finden, ist aber möglich, wenn man einfach danach sucht. Ja, das war der Einstieg von mir und von uns am Team, also von meinem Team ins Immobiliengeschäft. Ja, wir haben angefangen als Angestellte, was echt geil war für die Bonität bei der Bank, haben Erfahrung gesammelt als Unternehmer, haben mit großen Firmen noch verhandelt, die Einzelhandelsketten, die man so kennt, wo man täglich einkaufen geht, beliefern. Die Lebensmittelbranche ist so knüppelhart, was die Verhandlungen angeht. Die zwei Dinger waren die Grundbausteine und dann kam der dritte dazu, der Deal, den wir dann ergriffen haben, die Chance, um also eine Immobilienfirma aufzumachen. Mittlerweile haben wir verschiedene Standbeine. Wir haben
die Bestandsimmobilien und haben jetzt auch Handelsimmobilien aufgemacht, noch eine weitere Firma, wo wir handeln, also Ankauf, Sanieren, Verkaufen, um Eigenkapital zu generieren für Bestandsimmobilien. Ja. Also das ist so die Strategie, die wir jetzt verfolgen. Den Weg dorthin habe ich dir eben erklärt und erläutert, wie der bei uns war. Vielleicht kannst du daraus irgendwas lernen, kannst dir einen Shortcut ziehen und sagen, hey, der Fabian hat das so und so und so gemacht. Ich finde es eigentlich ganz geil, was der macht und will es jetzt schneller erreichen. Dann machst du halt ein paar Sachen nicht, die ich gemacht habe vorher und steigst halt ein bisschen früher ein, wenn du noch jünger bist. Also wir waren ja schon relativ jung beim Einstieg, aber dennoch kenne ich Leute, die haben mit 18 schon ihre erste Wohnung gekauft oder sogar mit 17 kenne ich einen, der hat es auf seinen Vater gekauft und das dann überschrieben bekommen mit 18. Das sind halt auch richtig, richtig krasse Deals dann, wenn du so früh schon einsteigen kannst und dann halt mit 28, so alt wie ich jetzt bin, wäre es halt vielleicht schon abbezahlt. Ja? Wir haben jetzt auch schon fast abbezahlte Immobilien, aber umso früher du anfängst, desto besser. Also ich kann mich nicht beklagen, aber Early Bird, der frühe Vogel fängt die Immobilie, weißt du? lasst mich wissen, wenn ihr noch irgendwas dazu wissen wollt. Wenn ich irgendwas nicht genau eingegangen bin, ins Detail, wo euch interessiert oder so, dann sagt's mir, ich gehe nochmal drauf ein. Ganz wichtig, wenn du das noch nicht getan hast, drück den Like-Button unter diesem Video und schreib mir einen Kommentar einfach, hey, irgendwas